Auf dem sizilianischen Vulkan Ätna wurde eine Gruppe von Touristen von einem Ausbruch überrascht. Die Gruppe wollte zusammen mit einem Fernsehteam die Lavaströme besuchen. Als die Lava auf ein Schneefeld traf, kam es zu einer heftigen Explosion. Dabei wurden 10 Menschen von heißem Gestein getroffen. 6 von ihnen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Ätna ist der aktivste Vulkan Europas. In den letzten Jahren ruhte er, seit Februar diesen Jahres kommt es allerdings wieder zu Ausbrüchen.